Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Pokémon Bloody Platin. Ich bin euer DSD Steve und Euer Let's Play Retro World. ja, wir sind hier in der Eisarena. Vorne haben wir Volvagia, genau richtig, würde ich meinen. Ach, immer Dragoran nach vorne setzen. Ich hoffe, du hast dir mittlerweile Flammenwurf beigebracht. Und du darfst wieder vorlesen. Du möchtest Frieda herausfordern? Tja, Frieda ist nicht da. Nur ihre Zwillingsschwester. Frieda! Sicher, ich warte schon lange auf einen netten jungen Kerl, der mich, ich meine einen starken Trainer wie dich. Aber ich muss dich warnen, ich bin stark. Denn ich weiß mich zu verteidigen. Und zu konzentrieren. Pokémon, Mode, Romanzen, alles eine Frage der Konzentration. Der Zusammenhang ist cool. Ich zeige dir am besten, was ich damit meine. Jetzt bitte beachte, dass wir gerade in einer Eisarena sind, dass hier alles von Eis umgeben ist und so weiter. Jetzt bitte die Klamotten angucken. Mach dich bereit zu verlieren. Jetzt bitte die Klamotten angucken. Bitte, Mann, das ist ein Spiel aus Japan, ja. Sind die Schulmädchen? Ja, mit Minirock. Trollololol. Das ergibt keinen Sinn. Sieht irgendwie ein bisschen aus wie Chun-Li aus Street Fighter 2. Ja. Oder Street Fighter allgemein. Ja. Aber mal ganz ehrlich, oder? Das ist aber irgendwie sowieso so ein durchgehendes Thema in dem Pokémon-Spiel. Kleine oder junge Mädchen als Arenaleiter. Oder was auch immer. Ach, wie mich das gerade nervt. Aus irgendeinem Grund stellst du jetzt? Ich bin Hat gerade sie fast schon Gesang auf. gemacht oder was? Ja, Todeskuss gemacht. Ich bin fast schon auf Gengar zu wechseln. Obwohl, da kriegt auch eine Psychokinese ab und ist tot oder so. Na, die Sache ist halt, wenn Russa eine Psychokinese könnte, dann könnte sie das auch einfach auf Volvagia machen. Und der wäre dann genauso tot. Also auf Gengar wechseln, oder? Darauf Gengar wechseln, ja. Ich glaube eher, dass Rosanna hier eine Eisattacke einsetzen wird. Die andere Option wäre natürlich Aerodactyl Traumfresser. gewesen. Cool. Damit hatten sie Das das. ist sehr effektiv, wenn Gengar schlafen würde. Ja, damit hatten sie das Auswechseln nichts gekostet. Wir können mit Spukball hoffentlich ordentlich reinhauen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Rosana eine hohe spezielle Verteidigung hat, ja. Ich glaube, Rosanna war sehr durchschnittlich. Schlechter als Palimos wahrscheinlich noch. Ah, das lernt natürlich jetzt gerade unser Pokémon. Ah, schläft. Ich wechsle mal Citraking ein Und dann heißt es ihn. und werde Volvagia dann nämlich wieder aufwecken. Wir haben noch Aufwecker gekauft, mal, oder? Ich könnte schwören, dass wir unterwegs einen gefunden haben. Und ich glaube, du hast auch mal welche gekauft. Ich habe dir damals empfohlen, extra noch Aufwecker zu kaufen. Frau, sie habe ich auch. Ach, die war es. Ach, bin ich blöd. Ah, ich habe gerade verwechselt mit dem Pflanzenvieh. Ist doch egal, was ist das für eins? Sieht ein bisschen legendär aus. Das wollte ich zuerst statt Gengar haben. Im Team ist das draufnehmen. Das ist Eisgeist. Cool. Und hat ähnliche Werte wie Gengar. Bisschen vertauscht. Aber ein ziemlich cooles Pokémon. Mach's doch einfach mit Seedranking platt. Ich will trotzdem erstmal wieder aufwecken, Volvagia. Na klar. Ach, Blizzard. Im Endeffekt, soll ich sagen, warum sie rausgeflogen ist? Nee, Weil also kein ja. Elektro-Pokémon ins Team gekommen ist. Und ich dann ein Pokémon mit. Donnerblitz brauchte. Genau. Was? Drachenpult ging daneben? Das hat doch 100% Treffgenauigkeit. Oder? Ja. Vor allem, wir gerade Blizzard gemacht, dann runter stand Zidrama und wehrt die Attacke ab. Ja. Ach so. Das erste Blizzard ging einfach daneben. Ja, und das zweite hat er abgewehrt. Das dritte auch gerade Siehst du? wieder. Schon wieder. Ich hoffe, dass wir es jetzt überleben wegen dem Sägesang.
Auf jeden Fall. So viel dazu. Jeder kann mal ein bisschen unglücklich sein. Na gut, dann machen wir jetzt Buhu mit Spukball. Ach, es ist schneller. Und er kann natürlich auch Spukball. Wir haben es überlebt und dann geht baden. Er hat wahrscheinlich ein Inni-Wesen und kein Spezialangriffwesen, so wie unsere. Aber das Vieh ist wirklich ziemlich cool. Lernt auch gute Attacken von alleine, wie Blizzard, Hagelsturm, Abgangsbund, Spukball. Ich glaube, es lernt alles von alleine. Oh, cool. Walra. Also wenn ich vierte Generation spiele, dann werde ich das auf jeden Fall mit ins Team nehmen. Das kann man übrigens hier in der Nähe auch fangen, das Pokémon. In Platin oder Bloody Platin? In Platin. Pass auf, wir würden es mit dem Dornblitz auf Fanfare töten, ich bin für Abgangsbund. Ja, dann mach halt. Ich finde, das hat sowieso nur noch 21 Trefferpunkte. Richtig. Aerodactyl hat noch den EP-Teiler? Ja. Dann ist es sogar ganz okay. Mit EP-Teiler ist natürlich Abgangsbund nochmal ein bisschen netter. Ich kann es wieder ausgleichen. Aber mit Abgangsbund bin ich wirklich zufrieden als Attacke. Ja, mich hat es auch auf jeden Fall, also das heißt beeindruckt, aber doch ein bisschen überzeugt. Ich fand es ja früher nicht so toll. Aber jetzt mittlerweile sehe ich auf jeden Fall den Wert der Attacke. Andererseits muss ich auch sagen, dass ich früher nie EP-Tel oder sowas eingesetzt habe. Ich habe meistens immer so das Pokémon, das ich trainieren wollte, an die erste Stelle gesetzt. Und dann ausgetauscht. Los, genau. Ja. Lapras. Ich weiß aber auch gar nicht so wirklich warum. Lapras zählt mir zu meinem Lieblings-Pokémon. Ach, ich habe das wahrscheinlich deswegen gemacht, weil in der ersten Generation der EP-Teiler ja irgendwie allen Pokémon EP gegeben hat. Ja, in der ersten Generation war so scheiße und deswegen hat man den gehasst, den EP-Teiler. Aber ich finde, Lapras sieht so cool aus, oder? Das sieht halt so ein bisschen aus wie so ein Dino. Ja, genau. Also wie so eine Mischung, also oder auch so ein bisschen wie Nessie. Ja, ja. Und tolle Kombination, also Eis-Wasser-Grund solide, Haufen Trefferpunkte, gute Verteidigungswerte und immer noch soliden Spezialangriff. Ja, gefällt mir auch sehr, sehr gut. Lapras habe ich, wenn ich kann, immer im Team. Ja. Ich finde es schade, dass man das in den meisten Spielen immer erst zu spät bekommt. Ja, das stimmt. Na, also hier in der vierten Generation bekommen wir es erst nach den Top 4. In der dritten Generation kann man es, glaube ich, gar nicht fangen. Du bekommst es halt immer irgendwo geschenkt, oder? Oder ist es in der dritten immer, also in Smaragd, Rubin, Saphir ist es wahrscheinlich gar nicht drin. Ich glaube, das ist gar nicht drin. Ja, aber da sind relativ wenig drin. Also ich sage jetzt auch mal, die dritte Generation, da brauchte man halt schon wirklich die Feuerrückblatt grün. Ja, stimmt. Genau, richtig. Und da hat man es herbekommen. Richtig. Und super. Wir treffen nicht. Ja. Aber naja, und ich meine, in Gold und Silber und den Remake kannst du dir es halt fangen, sobald du Surfer hast. Genau. Das ist halt echt ganz cool. Und ich meine, Surfer hat man ja nach der vierten Arena, glaube ich. Das nervt mich gerade, dass gerade hier deine Leute wegsterben. Ja, das Problem ist, wir können es ja nicht mal paralysieren. Ich überlege gerade, wie wir das gerade bekämpfen können. Hast du noch ein paar Beleber dabei? Das war ja bisher immer so die Idee. Gengar wiederbeleben, Abgangsbund? Ja, das ist eine Idee. Aerodactyl rein. Wie viele Pokémon hat die halt noch? Warum nehme ich ein Aerodactyl? Ist doch egal, oder? Ja, ich nehme mal keine EP. 2000 EP. Ich glaube, die machen den Bratner auch nicht fett. Ja. Natürlich kann es auch noch Steinkante. Ja, das ist klar. Das konnte Aerodactyl nicht überstehen. Peter? Ja, aber den Kampf haben wir gewonnen. Abgangsbund. Ja, und da macht der Gegner nicht viel. Und da kann er gerne die Steinkante. Ich frage mich, ob er mit einer Steinkante einen Geist trifft. Allgemein auch wie Feuer zum Beispiel oder Wasser oder Eis, was auch immer. Also
Das ist halt ein Geist, das ist ein Spektralwesen. Ja, obwohl Eis kann ich mir doch vorstellen. Ja, das irgendwie einfrieren oder so. Ja. Ja, und wie sagt das Kleinkind so grundsätzlich, ich mag dich schon ein bisschen. Sieht echt aus wie Jolie, das ist voll lustig, auch dieselbe Farbgebung und so. Ja. Wow, du bist klasse. Du hast dir meinen Respekt verdient. Ich glaube, deine Konzentration und deine Willensstärke haben uns alle sehr beeindruckt. Oh, bevor ich es vergesse, ich muss dir ja noch das hier geben. Mit Schmatzer. Nö, den Firnorden. Was auch immer das sein soll. Was das für ein Orden ist? Keine Ahnung, ich bin erst 10 Jahre alt. Was ist der Firnorden? Dank ihm kannst du jetzt auch Kraxler außerhalb eines Kampfes einsetzen. Oh, und hier habe ich noch etwas für dich. Ja, die TM-Lawine. Und genau. Nimm der Anwender Schaden, verdoppelt sich die Stärke. Ja, bla. Und das ist eigentlich schon ziemlich cool. Also, wenn man sich mal anguckt. Also, gerade wenn man den Wasserstachel genommen hat, der ist sowieso recht langsam, weil er ja Stahlwasser ist. Mhm. Und da ist natürlich Lawine schon auch wieder interessant. Man greift eh mit denen immer ganz spät an. Genau. Also die Frage ist halt, ob man das will. Stärke 60. Ja, das ist Stärke 60 und physischer Schaden. Ah, es ist physisch. Dann lohnt sich nicht beim Wasserstarter. Richtig. Dann lohnt sich auch nicht so wirklich aufs Hydra King. Jo. Gut, nochmal das erledigt. Weitere Themen verkaufen werden. Haben wir das also erledigt? Dann, ja, müssen wir das eben beibringen. Kraxler meine ich. Wir brauchen jetzt Kraxler. Uhu! Da können wir das in der Team alles erlernen. Oh, nur Vulvagia. Dann wird auf jeden Fall Vulvagia wohl unser Sklave für Kraxler werden. Genau, Vulvagia wird unser Kraxler werden. Jetzt ist die Frage, was raus? Durchbruch brauchen wir. No? Was macht Schlappblitz noch gleich? Ja, 120 Schaden, 100 ja. Genauigkeit, aber Rückstoß. Die Frage ist halt, ob Flammenblitz oder Feuerfeger, weil der Potze wird es ja bestimmt behalten. Ja. Ich denke schon, dass Flammenblitz besser ist als Feuerfeger. Ja, keine Ahnung, also wie gesagt, das muss cool. Na, guck dir das mal an. Vor allen Dingen, Feuerfeger trifft ja auch nicht immer. Genauigkeit 90. Die Frage ist halt, ob nicht immer treffen besser ist als sich selbst treffen. Die Stärke ist halt schon Flammenblitz, ne? Mit 120 Stärke. Ja, dann mach einfach Feuerdings uns raus, Feuerfeger. Und, obwohl, was? Kraxler ist so, warte mal. Ja, hab ich ja doch gesagt, Kraxler hat 90 Stärke. Okay. Du hast gemeint, das ist voll die Crap-Attacke, die trifft zwar mal wieder so gut wie mir, aber davon abgesehen sieht die eigentlich ganz okay aus. Ja, richtig, okay, ich dachte, die wäre scheiße. Wer weiß, vielleicht wurde das ja für den Hack bearbeitet. Okay. Dann haben wir Kraxler im Team. Das ist die. Und die werden wir auch direkt bei der nächstbesten Gelegenheit ausprobieren. Ja. Und deswegen gibt's an dieser Stelle aber einen kleinen Cut, weil wir uns im Süden wiedersehen müssen. Und da sind wir auch wieder. Südlich der ganzen Geschichte hier. Also am Anfang der Route, genau hier konnte man nämlich kraxeln. Yay, da werden wir es direkt mal einsetzen. Zwar nicht im Kampf, aber. What the fuck, das sah ja mal irgendwie lustig aus. Ja. Ja, und hier oben sind natürlich noch Trainer. Weil überleg mal, du bist bis zum Kinn im Schnee hier. Ja, da fragt man sich, wie die Leute kämpfen. Ja, durchaus. Aber na gut, bei Vulvagia, der kommt dann einfach aus dem Pokéball raus, schmilzt das ganze Eis um sich herum und schon hat man eine Kampffläche. Ja. Oh, dass dieses Vieh so unendlich viel Lebenspunkte hat. Ja, irgendwie erinnert mich so ein bisschen an Relaxo. Ich weiß auch nicht so wirklich warum. Wahrscheinlich, weil es so dick ist. Ja.
Halt den Kampf. Mach ein Bild, mach. Ja. Halt als Kampf-Pokémon, ne? Genau, auch wenn es halt irgendwie einfach nur so ein Sumo-Ringer darstellen soll, nehme ich mal an. Ja. Es passt in die dritte Generation. Ja, das stimmt schon. Interessant ist aber, dass es zur dritten Generation wirklich extrem konträre Meinungen gibt. Es gibt welche, die lieben die dritte, also die Pokémon der dritten Generation, und wiederum andere sagen, die finden die total scheiße. Für mich sind das halt zum Großteil irgendwelche Klone. Irgendwie wurden einfach viel zu viele Pokémon geklont. Aus der ersten und zweiten so. Halt irgendwie schon ein bisschen komisch. Na, man hat, glaube ich, viele Ideen wieder aufgegriffen, das stimmt. Ich glaube, das hat man in der vierten Generation einfach glücklicher gemacht, indem man Vor- und Nachentwicklungen gemacht hat. Guck dir das wirklich mal an, wie Ja. tief wir hier im Schnee sind. Aber die Skifahrer da hinten sind weniger tief im Schnee, wie es aussieht. Aber ja, wir bashen mal ziemlich noch die Trainer in diesem Part. Und ich hoffe eigentlich jetzt zügig hier die VM Eisstrahl zu finden. Die VM-Eisstrahl, den kann man nämlich endlich oft beibringen. Ja. Obwohl ja eine VM Eisstrahl auch ganz cool wäre, könntest du zum Beispiel Wasser vereisen und dann übers Wasser gehen. Wie Jesus. Ja. Mit Jesus aber Ja, ja. na, theoretisch gibt es halt viele Sachen, die man benutzen könnte. Man könnte auch die VM-Blitz wesentlich sinnvoller nutzen, indem man damit zum Beispiel Elektrizität erzeugt und dann irgendwas macht. Warum, ich frage mich immer noch, warum man nicht aus. Man hätte doch einfach daraus nur so eine Art, na, so eine Art Donnerschock machen können. Ja, genau. Das hätte eigentlich auch Donnerschock. gereicht. 35 oder 40 Schaden. Genau. Und mit der Chance, dass der Gegner die Genauigkeit sind. Genau. Dann hätte man die Attacke sogar nutzen können. Aber so, naja, ich meine, dass die Genauigkeit sinkt, ist ja jetzt nicht ganz so schlecht. Muss man ja schon zugeben. Ja, das stimmt schon. Aber es wäre halt trotzdem besser gewesen, wenn es irgendwie eine Schadensattacke gewesen wäre. Ja. Denke gerade in der ersten Generation war das halt ein bisschen so, dass man sowas wie Blitz eigentlich gar nicht einsetzen wollte. Und was ich nicht verstand, warum Blitz als Normalattacke galt. Ja, da vermute ich mal, hängt es damit zusammen, dass es möglichst viele Pokémon lernen können sollen. Und ja, vielleicht deswegen. Weil ich meine Blitz. Ja, Blitz. Was ist an Blitz nicht Ja, Elektro? ich weiß, der Name ist einfach so blöd. Ich weiß auch gar nicht so wirklich, wie es im Englischen heißt. Ja, stimmt. Vielleicht ist auch einfach die Übersetzung unglücklich. Ja, das kann ich mir nämlich auch durchaus vorstellen. Dass es vielleicht im japanischen Original eher sowas ist wie Aufhellen oder so. Genau. Und dass man dann dieses Aufhellen frei übersetzt hat. Mit Blitz im Deutschen. Aber dann verstehe ich wiederum nicht, warum so viele Pokémon diese Aufhellen-Fähigkeit lernen können. Ich meine, man erzeugt ja Licht. Warum können das so viele lernen? Das klingt eigentlich eher so, als wäre es schon speziell und nur ein paar wenigen vorbehalten. Ja. Schnepke ist auch wieder ein, glaube ich, reines Eis-Pokémon oder irgendwas. Das ist die Vorentwicklung von dem, den du vorhin so cool fandest, von dem Tormento oder Firmonto oder wie der Ach, für den Geist? heißt. Von dem wir gemeint haben, dass er ein bisschen aussieht wie ein Geist nach Unlicht oder Ach, Stati. stimmt, davon, stimmt, ja. Aber guck dir mal die Vorentwicklung, sieht auch nicht aus wie ein reines Eis-Pokémon, oder? Das sieht für mich definitiv nach einem Geist aus. Also. Ich meine sogar, er hat ja auch noch so dieses Geister-Cape an, so ungefähr. Ja. Vielleicht ist es auch stellenweise so, dass die haben die Sprites zeichnen lassen und danach haben die dann irgendwie noch was gemacht. Ich meine, vielleicht hatten ja auch Pokémon zuerst andere Typen und dann haben sie das halt so probiert und dann haben so aus Balancing dann wieder Typen weggenommen oder Typen verändert. Kannst du bitte mal nachgucken, ob das wieder ein wenigstens Schwebe hat? Ah, ja, alles klar. Firnontor, na, heißt es. Ich weiß schon, wie das heißt. Also, weil. Also, ohne Schwebe wäre es echt schon unrealistisch. Ich meine, das hieß eindeutig nur Luft, ne? Eher nur Schnee.
Ja. Alles wieder Durchbruch gekillt. Ja, bald werden wir dann wieder etwas weniger mit Wolvagia trainieren. Die anderen wieder etwas mehr. Und dann denke ich mal, wenn wir jetzt den Pokéball hier haben, müssten wir eigentlich auch durch sein. Wie? Nein, ja. Fähigkeiten. Konzentrator oder Eishaut? Die machen nochmal was? Ah! Frost D, dieses Frost D hier, das wir so cool fanden. Hm? Das ist auch eine Entwicklung von Schnäppke. Okay. Das ist die dritte Und Form. Und das ist Eisgeist. Das ist, das ist eine zweite, also das ist einfach nur eine andere. Und das ist eben Eisgeist. Ach so. Okay. So viel zu dem Thema. Aber die ist erst in der vierten Generation dazugekommen, die Entwicklung. Genau. Und wie entwickelt sich das ganz genau? Mit einem Funkelstein. Nur die weiblichen allerdings. Ach stimmt, das war, wo man Funkelstein braucht. Ah. Obwohl ich weder verstehe, warum erst diese Form Geist ist und warum man nur weibliche nehmen kann. Na okay, da gibt's vielleicht, nee, ich glaube, vielleicht ist das Gegenteil zu Galgladia. Weil da kann man nämlich nur ein männliches nehmen. Ja. Und das entwickelt sich wahrscheinlich auch mit dem Stein, oder? Genau, mit einem Lichtstein. Und das ist nämlich Kampfpsycho. Kampfpsycho ist nämlich genau das Gegenteil doch zu Geist. Geist. Eis? Also Geist Eis. Weil Geist ist sehr effektiv auf Psycho. Kampf. Auf Psycho, genau. Und wiederum Kampf sehr effektiv auf Eis. Ja, und so hat man die Kampfschwäche beseitigt. Obwohl natürlich an der Stelle Kampf nicht trifft. Das ist wiederum ein Gegenteil. Ja, genau, das Ding. Wie bitte? Das ist wiederum das Gegenteil, weil Kampf trifft das Vieh nicht, weil es ja ein Geist-Pokémon ist. Ja, eben. Das ist ja der Vorteil. Und hier haben wir die TM13 gefunden. Da parken jetzt wohl etwas länger, aber ich denke mal, es war es wert, noch den Eisstrahl mit in den Part der Arena zu packen. Okay, Leute. Na, hoffe ich, ihr habt Spaß gehabt. Euer DSD Steve und euer letzter Retro-Bird. Ciao.